Hallo und herzlich willkommen hier im Landwirtschaftssimulator 15 auf der Landwehrkanal beim Häckseln zusammen mit der Sauersocke und dem guten Balle. Ja, und ihr müsst mir meine Frage beantworten. Welche Taste ist Silo zu Ja. decken? Ja. Wow, und der Freddy hatte recht. Alter, was haben wir hier für einen riesen Berg? Geile Sache. Richtig krasser Scheiß. Gären ist direkt schön auf 1%. Dann kann ich mich wieder in meinen New Holland begeben. New Holland, was? John Deere begeben. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen dulli. Ist ja auch Nachdem. Dienstag, da darf man Dulli sein. Ne? So. Also ich glaube, müsste Dienstag sein, oder? Ja. Könnte sein, ist mir eigentlich auch egal. Wir haben auf jeden Fall die FarmCon mit den Videos schon überstanden. Und dann können wir in den nächsten Folgen, wahrscheinlich schon in der nächsten Aufnahme, ein bisschen auch hier mal über die FarmCon reden. Mal wieder, wenn der Nico vielleicht dann sogar wieder dabei ist. Der kann ja auch was berichten. Ja, der kann ja auch mal sagen, was er so gut gefunden hat, was er schlecht gefunden hat. Wir hören jetzt zwar leider nicht, was er so an Wünschen, Äußerungen, Vorstellungen hat, aber. Oh, und deine ja auch leider nicht. Du kommst ja leider nicht zur FarmCon. Also die Wünsche kann man schon hören, aber Was wünschst du dir denn? was daraus folgt, das kann man nicht hören. Ja, halt so ein Haufen Kleinigkeiten, die es halt so ein bisschen lebhafter machen. Ich finde zum Beispiel, dass Vegetation mal so ein Thema wäre. Gebüsche, Blumen. Einfach, dass man nicht Gras Ja, oder hat auch, dass und sich fällt. mal die Büsche bewegen, oder dass es auch mal bis auf den Regen jetzt auch mal zum Beispiel ein bisschen Wind als Animation gibt, Jo, dass auch Wind in den sich die Bäumen und Bäume so ein sowas wäre bisschen. extrem genial. Damit wäre es einfach nicht mehr ganz so stupide, oder auch, dass auch mal das. Ja gut, ich glaube, die Weizentexturen oder die allgemeinen Texturen bewegen sich ja, oder? Ja, aber die schwanken mehr so oder die schunkeln mehr. Naja, die schunkeln mehr so, dass man auch mal richtig so ein, Das vielleicht ist so ein mehr so Oktoberfest, weißt Windpeitschen du? hat oder so. Das wäre. So solche Sachen, dass halt so ein bisschen lebhafter wird. Und dann halt, wie auch bei einigen Folgen zuvor ja angesprochen, dass sie halt so die Grafik ein bisschen Wieder ein bisschen verkleinern. aufhübschen. Ja, also dass Sieht es ja vor auch auf allen Dingen den verkleinert Screenshots schon wird. mal ein bisschen hübscher aus, ne? Jo. Ja, aber auf den Screenshots kriegst du ja, glaube ich, keinen HUD gezeigt. Und so. Ja, stimmt, das hat es ja auch so ein Thema. Da bin ich mal sehr, sehr Ja. gespannt, was da kommt für ein HUD. Weil eigentlich, also vom grundsätzlichen Design her, ist Ist es ja das ganz. LS15 Design jetzt nicht so schäbig. Das ist noch Nö, nicht so das kann man richtig ruhig alt. verwenden. Nö. Ist ja auch durch die, ich sag zwar Windows insgesamt so. Ich fände es cool, wenn sie wieder mehr Informationen ins Spiel holen, ohne dass man diese Ja. Escape-Karte öffnen muss. Was ich auch cool fände, wäre, wenn man eine Escape-Karte individuell gestalten könnte, dass man sagen könnte, okay, man kann ein anderes Bild hinterlegen. Oder dass man gleich sagt, ja, man lässt diesen Rand, der ja eigentlich nur verschwendeter Platz ist, weg. Dieser Und schwarze. macht's. Naja, dieses grüne Bild, wo du da den New Holland im Hintergrund siehst. Aber ich glaube, das wird es wiedergeben und dieses Mal dann halt mit diesem neuen Bild. Ja, aber ich fände es schön, wenn man den zum Beispiel in der Map austauschen könnte. Dass man in der Modmap sagen könnte, okay, man kann da ein anderes schönes Bild hinlegen. Das stimmt. Das wäre wirklich cool. Wahrscheinlich Weil so könnte man das auch jetzt langsam. schon irgendwie modden. Ja, vielleicht, aber ich habe es noch nirgendwo gesehen. Man müsste einfach nur eine Echse machen, so wie damals bei der Alpental. Alpental? Nee. Alpen Challenge im 19er, 19er. 9er. 9er, ja. Alter. Wie krass. Jetzt bist du aber durch. Ja, ich bin wieso heute. Die Temperaturen machen mir zu schaffen. Ja, die habe ich auch schon recht gebeutelt. Geschmolzener David, oder was Wo, gibt's da heute? wobei du ja die meiste Zeit des Tages im klimatisierten Auto verbracht hast, ne? Ja. Aber permanente Ach, jetzt willst du Sonneneinstrahlung. die kurze Seite machen, oder was? Interessant.
Nee, Vorgewende. Ja, gut. Der Häcksler ist ja ziemlich wendig. Aber du nicht. Du bist gerade Vollgas gewesen, ne? Ja, dann mach mal die Tür auf, ne? Dann zieht's. Warte. Sollst die Tür aufmachen, dann zieht's mal. Zieht zumindest der etwas, ne? Witz. Aber es wird auch mal wieder Zeit. Ich weiß noch nicht so ganz, was können wir denn mal auswechseln? Was würdet ihr lieber haben, den Hürlimann oder den Agosta? Agosta. Hürlimann weg. Hürlimann weg. Magst du den nicht? Nee. Und Rock? Den Hürlimann eigentlich ganz lustig, aber... Ja, einer von beiden müsste eigentlich weg. Ich finde an sich, vom Modell her ist der Agosta schöner. Ne, siehst du, vom Sound her ist der Hürlimann besser. Oder? Wie seht ihr das? Ja, Sound ist der Hürlimann in dem Fall schon eine Hausnummer. Trotzdem weg. Den IAC behalten wir, der bringt eh kein Geld. Den D80 behalten wir, der bringt eh kein Geld. Den Häcksler behalten wir, der bringt auch kein Geld. Ja, ist wirklich so, wie wir festgestellt haben. Was auch eine Sache wäre, die man dann vielleicht machen könnte, wäre, dass man Fahrzeuge aus der Tab-Taste rausnimmt und die Tab-Reihenfolge auch mal selber festlegen kann. Gibt's für die Reihenfolge einen Mod? Nein, glaube ich nicht. Also hättest du vor, die Vehicles umzuschreiben oder was? Das ist auch vom Gekauftsein bzw. vom Zurücksetzen. Normalerweise nur vom Gekauftsein. Nee, vom Zurücksetzen. Okay. Ja. Was sagt dein Kühlstand? Wenn du bei dem Feldvorgewinde fertig hast, bist du mit dem Gewindefeld durch. Naja, ich hab's gerade gesehen. Ja, die schmalen Seiten machen und jetzt nicht so hart. Hat man einmal Schwung geholt und dann bleibt da stehen. Ich stick hier bald, ey. Schlimm heute. Bei mir ist angenehm kühl. Du Arsch. Computer läuft auf 30 Grad. Das geht doch. Kann ich gerade auch mal schauen, wie mein Computer. Und da habe ich die Lüfter auf 20% oder sowas. Also. Hut ab. In C1 quält er sich hier schon ganz schön, da muss man schon mal runter in den Ackergang. Aber ich habe ja ein schönes Automatikgetriebe. 95 übrigens, ne? So. Bin mal gespannt, ob vielleicht ein Betriebsstundenzähler und so von LS auskommt im 17er. Könnte ich mir fast vorstellen. Wäre ganz schön, ja. Ich weiß noch, ich glaube, Markus war das, der hatte ja mal seinen Real-Life-Spielstand. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Story noch kennt von Toolverse damals. Ja, ich bin ja gerade dabei, das zu gucken und daher weiß ich das noch. Wo der halt mit realen Ertrag und so alles hatte, ne? Ja. Und immer so zu viert oder zu fünft, da hatten die einen 5-16er Fend. Und ich meine, der hatte 150 Stunden oder sowas runter. Was für LS schon echt heftig ist, ne? Finde ich zumindest. Wollte gerade sagen, also... Schon akzeptabel. Naja. Ja, in echt wäre es wenig, aber ja. Für dafür, dass du nur in einem Gerät im Spiel so viel verbracht hast, das haben andere nicht viel, in zwei Jahren insgesamt auf dem Spiel an Spielzeit. Ja, das in jedem Fall. Ich meine, das bedeutet, dass du quasi eine Woche von deinem Leben nur in dieser Maschine gehockt bist. Durchgehend. Naja. Also ich finde 150 Stunden auf einen Stundenzähler in LS ist eine heftige Hausnummer. Das ist viel, ja. Ich weiß ja, obwohl, warte mal, was hatte denn der Tour, was Spielstand so an Stunden? Weiß nicht, 200, 300? Wobei wir da ja auch dreimal den Spielstand gewechselt haben im Endeffekt.
erstmal die Standard-Tour warst, dann Nikos geile Tour warst und dann nochmal die Tour warst Extended. Ja, meine CPU-Luft auf 40 Grad. Ich glaube, meine ist auch nicht viel wärmer. Also David, du kannst dann vorne bleiben, ne? Wenn du was? Leer gedingst. Du kannst dann vorne bleiben, wenn du leer bist. Ach, du willst jetzt echt 12 erst machen und dann hochfahren? Ja. Okay, aber dann fahren wir es gleich zu 1 hoch, ne? Ja, nee, weil 1 ist ja das größte Feld, was man noch trashen könnte. Das wird sich ja dann noch wenigstens lohnen, wenn man es trischt. Naja, oder? Wir haben ja eh Mais gebissen und so. Also so oder so müssen wir da hochfahren. Und ich glaube, wir kriegen ja alles rein. So viel ist das auch wieder nicht mehr. Also wenn wir alles häckseln wollen, dann kriegen wir auch alles rein. Ich muss mich ja mal outen. Am Anfang vom LS13 hatte ich keine Ahnung, was eine Biogasanlage ist. Ich auch nicht. Sei beruhigt. Und ich war ganz verwirrt, warum man Mais auf zwei Arten, also im LS13 dann auf zwei Arten ernten kann. Und da wusste ich gar nicht, ob ich mir jetzt einen Häcksler oder einen Drescher holen soll für Mais. Dabei ist es ja eigentlich recht simpel, ne? Jo. Wenn man weiß, wie es läuft. Aber das hat mir dann der Kadett damals erklärt. Was eine Biogasanlage ist, was eine Biogasanlage macht und so. Die macht Strom für deinen Computer. Oh, wir haben gar nicht mehr an den Radlader gedacht. Den müssen wir auch bald mal kaufen. Ich würde erstmal eine Sämaschine kaufen, oder? Damit wir aber was sehen können. Ja, zwei Sämaschinen. Ist sowieso schon mehr oder weniger quasi gebucht. Zweimal die Felder steht 6 Meter, würde ich sagen. Ne? Oh. Damit machen wir nichts falsch. Vielleicht kriegen wir auch noch eine schöne Mod dran oder so. Aber gibt es da eine schöne Sämaschine in der Klasse? Weiß ich nicht. Müsste man. Mir würde jetzt nämlich auch keine einfallen, deshalb. So, hier ist ein Stoppschild, da müssen wir anhalten. Ja, man könnte mit diesem Parkmod mal machen, dass man nicht. Oh. Völlig auch. Dass man nicht. Weße. Dass man nicht immer oben durch den IAC und den D80 springt. Weil dem brauchen wir nicht mehr aktiv. Ist ja jetzt eher so semi-geil, ne? Dass man quasi nur noch manuell einsteigen kann, oder was? Ja genau, dass man, wenn man die wirklich mal bewegen will, hingeht. Oder, was hältst du davon? Ich finde das eine gute Idee, schlecht, ja. Müssen wir nicht immer durchspringen. Irgendwann, ich schätze mal, mit dem nächsten großen Schwung an Geräten können wir dann im Herbst vielleicht wirklich auch noch aufs Lohnunternehmen. Ich so. Meine, mit dem Zeug, was wir jetzt haben, könnte man das eigentlich schon fast machen. Nee, es müsste schon noch ein bisschen größer sein. Ich finde, unser Equipment passt gerade richtig gut zum Fachwerkhof. Was? Verkaufst du jetzt doch den Deutz? Nee, erstmal hole ich damit die Sämaschine ab. Ach so. Die werden dann jetzt erstmal dann nur in den Unterstand gestellt. Und dann kann man sich die später schnappen. Oh. Der Deutz ist ein bisschen überfordert mit der guten Sämaschine. Na gut, auf Dauer dürfte es dann noch ein JCB oder sowas für uns geben. Und ja gut, wenn wir dann auf 900er Fendt, 8R und so gehen, dann ist für mich so Lohnunternehmen Zeit gekommen. Oder wenn wir, ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, so ein Axion 59 oder sowas würde mich auch interessieren. Den finde ich durchaus interessant. Boah, es ist so heiß, ne?
Mal hier unterstellen, das Ding. Bin mal gespannt, wie die Outtakes ankommen. Hä? Was ist? Hä? Was ist los? Hä? Redet keiner mehr mit mir? Hä? Liebst du den? Nee, du bist doch daneben. Was ist los? Ich den. Ja, aber die Hit, guck mir mal, was hat denn der für eine Hitbox? Hä? Was tut ihr? Unterrichtet mich. Hallo? Nee, dich unterrichtet keiner. Möchte niemand mit mir reden? Unterricht ist ausgefallen. David hat den Unterricht geschwänzt. Na gut, wenn keiner mit mir reden möchte, dann kann ich auch den Part beenden. Genau. Ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ciao. Tschüss.